Wenn ich zwei Geräusche miteinander vergleichen möchte, mit der Frage, welches davon ist lauter und wie viel lauter ist es, welche Analyse nehme ich da am besten? Den klassischen A-bewerteten Schalldruckpegel, dBA, oder doch die Lautheit? Wo ist überhaupt der Unterschied zwischen den beiden Analysen? Was ist besser geeignet für meine Anwendung? Ich mache Beispiele zur Frequenzauflösung, Zeitauflösung, das Ansprechverhalten, die Skalierung und die Maskierungseffekte. Dann können Sie genau gucken, was für Ihre Anwendung die beste Analyse ist. Bleiben Sie dran! Als Einstieg ein Beispiel aus der Praxis. Bei Flugzeugen ist es so, dass zu laute Flugzeuge Strafzoll zahlen müssen. Das soll letztendlich dazu führen, dass die Hersteller von Flugzeugen motiviert sind, leisere Flugzeuge zu bauen. Wie immer, ich empfehle, ordentliche Kopfhörer zu verwenden, damit man mir auch komplett folgen kann mit dem, was ich hier vorführe. Flugzeug A und Flugzeug B, jeweils eine binaurale Kunstkopfaufnahme. Ich spiele mal Flugzeug A ab. Mal so merken, wie laut das ist. Und jetzt im Vergleich Flugzeug B. Man hat den Unterschied gehört. Und jetzt die Frage, wie viel lauter war jetzt das zweite Flugzeug? Dreimal so laut? Irgendwie schwer zu schätzen. Also nehmen wir Analysen, dann können wir es ja ablesen. Ich wähle jetzt einfach hier mal, wie gesagt, Pegel über der Zeit, A-bewertet, der Klassiker und als Alternative mal zum Vergleich Lautheit über der Zeit. Das Ganze schicken wir mal in den Mark Analyzer rein und sortiere die mal nebeneinander. Was sehen wir da auf den ersten Blick? Hier der A-bewertete Schalldruckpegel. Das ist hier so, ja, im Schnitt also bei 58 Dezibel. Und das zweite Flugzeug hat hier 78. Deswegen mag ich das Beispiel, weil es genau 20 dB lauter ist. Es ist heftig, die Unterschiede da. 20 dB, wie viel lauter sind jetzt 20 dB? Kommt mal schnell aus dem Tritt. Man hat so, das ist die Schwierigkeit bei dB. Es ist wahnsinnig schwer zu verstehen, was jetzt ein dB eigentlich ist. Man hat dann irgendwann Faustregeln. Ja, so 1 dB kann man hören, 3 dB ist schon spürbar lauter. Ja, so, ja. Und dann so 10 dB ist dann ungefähr doppelt so laut. Also irgendwie Faustregel, ja, genau 10. Aber dann 20 dB ist man raus. Man kann das mal nachrechnen. 20 dB bedeutet, dass wir die 100-fache Schallleistung haben. Das heißt, 100 von den kleinen Flugzeugen können gleichzeitig fliegen, um so laut zu sein wie das andere. Nein. Nein, das kann nicht sein. Und da merkt man schon irgendwie, nicht so richtig griffig. Parallel hier unten die Auswertung mit Lautheit. Dann sehen wir hier das erste Flugzeug, 13,6 so, und ich spiele es nochmal ab. Das ist dieses Geräusch hier. Ja. Und parallel dazu jetzt hier im Vergleich, ja. Und dann sehen wir hier auch den Wert 48 so. Ne? Das heißt, wir haben jetzt hier wirklich diesen drei, ja fast schon vierfach so lauten Wert. Das ist der erste große Unterschied. Die Lautheit nutzt keine dB-Skalierung und damit auch die ganze Irritation, die damit wegfällt. Das ist der erste naheliegende Unterschied, wo man sagt, okay, doppelt so hoher Wert heißt doppelt so laut. Das zieht sich linear durch und damit entspannt es enorm in der Kommunikation, wie viel besser ist es denn oder schlechter. Aber das ist noch der kleinste Unterschied. Aber was ist jetzt genau diese A-Gewichtung? Gehen wir mal zurück in die Vergangenheit. Wie ist das entstanden? Man hatte festgestellt, dass das, was ein Messmikrofon misst und das, was wir hören, dass das nicht zusammenpasst. Wir bewerten das unterschiedlich, die Frequenzen. Und dann haben, ich glaube, Fletcher und Manson damals, 1933, erste Untersuchungen gemacht. Das war noch vor dem Krieg. Und haben einen 1000-Hertz-Ton abgespielt, so mit 40 Dezibel. Und haben gesagt, okay, so laut ist der. Und jetzt spielen wir mal 500-Hertz-Ton ab. Und dann konnte man über so ein Poti dann den lauter oder leiser drehen, bis der so laut war wie der 1000-Hertz-Ton. Das gleiche Lautheitsempfinden. Und dann 250-Hertz-Ton, dann ein bisschen höher gedreht. So. Und dann hat man festgestellt, umso tiefer der Ton ist nach unten hin, umso mehr muss man aufdrehen, damit man den genauso laut hört. Also das menschliche Ohr ist da unempfindlicher. Nach oben raus auch, also ab 4 kHz, 5, 6, 8 kHz, gibt es auch so Bereiche, wo man dann auch wieder mehr aufdrehen muss, um den gleich laut zu hören. Und so hatte man eine Bewertungskurve gefunden, letztendlich wie ein Sinus-Sweep. Man hat über den Sinus-Sweep festgestellt, wie die Übertragungsfunktion des menschlichen Ohres ist. Saubere Sache. So entstand dann der erste Gewichtungspegel. Bis zu dem Punkt, wo jemand sagte, hast du das auch mal bei lauteren Geräuschen, weil 40 dB ist ja wirklich sehr wenig, hast du das mal so bei 50 Dezibel ausprobiert? Kann man ja mal machen. Also der Grundton war einfach lauter und das gleiche durchprobiert und dann
es kam eine andere Kurve raus. Die Bewertungskurve hohe und tiefe Frequenzen war etwas flacher. Dann hat man halt eine dBb-Kurve daraus gemacht. Kann man ja machen. Und wie ist das noch bei noch, also bei lauten Geräuschen, so 80, 90 Dezibel? Kann man nochmal wiederholen, ist schon. Mm-hmm. Und es kam wieder eine andere Kurve raus. Noch flacher. Vielleicht zeigt man das mal hier so ein kleines Bildchen. Und noch einen Schritt weiter, was ist bei richtig lauten Geräuschen, also dicht an der Schmerzgrenze? Ja, das ist dann die dBd-Kurve geworden, die komplett anders wieder ist, weil man fast schon anders die Geräusche wahrnimmt. Dann hatte man plötzlich A, B, C, D-Bewertungen. Und das ist in der Praxis nicht zu handeln. Mal angenommen, ich will jetzt einen Auto-Motorhochlauf machen, der fängt leise an, ja, und dann hat er irgendwann einen Punkt, wo man sagt, und jetzt müsste man B-Kurve einsetzen. Und das sind keine kleinen Unterschiede. Das ist nicht so 2, 3 dB, dann geht es mal 10, 20 dB rauf oder runter, nur weil ich jetzt die Kurve umschalte. Das ist heftig. Das würde man in der Kurve später nie verstehen, was denn da passiert. Ja, dann greift die andere Bewertungskurve. Funktioniert nicht. Also muss man es radikal vereinfachen. Hat man gesagt, okay, diese B-Kurve, die ist ja irgendwie so dazwischen, die nehmen wir mal raus. Es gibt leise und laute Geräusche, ja, A und C. Und diese ganz lauten Geräusche, das ist ja dann auch egal. Also in der Praxis wird eigentlich nur noch A und C verwendet. Nur, was verwende ich? Still genommen würde man sagen, leise Geräusche mit A und laute Geräusche mit C. Also ein vorbeifahrender Lastwagen nimmt man die C-Kurve und ein Auto mit A. Aber was mache ich mit dem Auto? Es gibt ja dann ein kleines, leises Auto und den Supersportwagen. Wie vergleiche ich die? Gebe ich dem Supersportwagen jetzt C, weil er laut ist, und dem anderen A? Das kann ich ja nicht vergleichen. Ich kann nicht dBa mit dBc gegenüberstellen, weil die Unterschiede so dramatisch sind, das darf man nicht miteinander vergleichen. Also muss man sich anwendungsbezogen auf eine Norm einigen. Nach welcher Bewertung nutzen wir auf unseren Schallpegel? Und wenn man da die Unternehmen fragt, dann nimmt man natürlich die Kurve, wo der kleinste Pegel rauskommt. dBa hat sich durchgesetzt. Man muss sich klar machen, man nimmt da den dBa-Wert, man weiß, man macht einen Fehler, aber wir machen immer den gleichen Fehler und dann können wir das zumindest untereinander vergleichen. Was ist denn, wenn wir mal angenommen, Sie arbeiten gar nicht mit Sinustönen konstant, sondern arbeiten mit komplexeren Geräuschen, die sich zeitlich verändern, vielleicht sogar mehrere Töne beinhalten oder breitbandig sind. Wie ist da der dBa geeignet? Das gehen wir jetzt mal Schritt für Schritt durch, immer ein Beispiel und erkennen, wie gut kann er das abbilden. Ich habe jetzt hier vier Geräusche mitgebracht. Ich spiele die einfach nur mal ab und alle mal reinhören, wie die sich anhören. Geräusch Nummer 1. Geräusch Nummer 2. Okay. Geräusch Nummer 3. Ja, schon lauter. Und Geräusch Nummer 4. Ja. Man erkennt, es wird mit der Zeit immer lauter. Schauen wir uns das nochmal als Analyse an. Ich wähle alle vier aus und berechne einmal Pegel über der Zeit und einmal die Lautheit über der Zeit und lassen wir das einfach mal ausgeben. Was auffällt, ist, dass hier der Pegel immer 81 Dezibel war. 81, 81, 81, 81. Wenn ich die einfach mal übereinander lege, sieht man hier, der Pegel erreicht immer die 80 Dezibel. Die Geräusche waren unterschiedlich lang. 20, 40, 160 und 250 Millisekunden. Dann fällt das Geräusch wieder ab. Bei der Lautheit ist es so, man sieht, man erreicht unterschiedliche Werte. 13, 15, 21 und 22 so. Denn hier wird das Einschwingverhalten des menschlichen Ohres mit berücksichtigt. Wenn ein Geräusch auftritt, ist ja nicht sofort die Wahrnehmung da. Das Innenohr muss erstmal darauf einschwingen und dann erkenne ich erst dieses Geräusch. Und diese Kurve wird hier abgebildet. Man sieht, umso länger das Geräusch ist, umso länger und so höher erreicht schließlich meine Wahrnehmung ihren Ausschlag. Also wenn ich das Geräusch auf halbem Weg schon abbreche, bringt es auch wieder rein und ich habe auch hier einen anderen Maximalwert. Das ist erstaunlich wichtig. Denn selten sind Geräusche konstant wie ein Sinuston, sondern allein ein Verbrennungsmotor macht ja Gatt, 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 Gatt. Und jedes einzelne Gatt, Gatt ist ein neues Impulsverhalten, wird ein neues Ansetzen aufgesetzt. Das heißt, der Pegel sagt immer den maximalen Pegel, aber bei kurzen Geräuschen höre ich das gar nicht. Ich finde das deswegen wichtig, gerade wenn es um kurzartige Schlaggeräusche geht, so einen Türzuschlag, da gibt es Lastenhefte, die dann hingehen und sagen, das darf nicht über einem gewissen Pegel sein. Das höre ich nicht, ob er da oben war oder nicht, denn ich brauche eine gewisse Zeit, um überhaupt dieses Einschwingverhalten zu haben. Da wäre es viel geschickter, bei der Anwendung kurzzeitige Geräusche mit Lautheit zu arbeiten. Denn die, wenn das Geräusch nur kurz genug ist, höre ich es nicht als laut. Ich will das an dieser Stelle mal zeigen. Ich habe hier zwei Geräusche, die ich dann direkt mal auswerte. Klassische FFT über der Zeit, ein Pegel über der Zeit und die Lautheit. Und ich lege die mir mal hörbar nebeneinander. Wir spielen mal das erste Geräusch ab. Bing. Okay. Und jetzt das andere Geräusch. Wo? Klingt viel lauter.
Was interessant ist, denn es ist exakt das gleiche Geräusch. Ich spiele es einmal vorwärts und einmal spiele ich rückwärts ab. Es ist identisch. Und entsprechend, man sieht es ja hier, ist einmal Bing und dann klingt es aus und hier ist ein Job. Der Pegel sagt, es ist genau die gleiche Welle und wird auch beides mal 77,6 Dezibel ausgeben, weil das identische Energien in beiden Signalen drin sind. Die Lautheit nicht. Die Lautheit sagt, das ging so schlagartig am Anfang los, dass ich hier nur einen Wert von 30,8 Zonen erreiche. Hingegen, wenn das so anschwingt und dann lauter wird, erreiche ich einen höheren Wert von 40,3 Zonen, weil dieses Einschwingverhalten in dem Fall anders ist. Bei der Entwicklung der A-Gewichtung war es so, dass man nur auf Sinustönen, auf einzelnen Tönen sich konzentriert hat. Aber die Frage ist ja in der Praxis schon berechtigt, was ist, wenn man mehrere Töne gleichzeitig hört? Also ein Geräusch breitbandig. Wie geht man damit um? Wie addiert sich das? Schauen wir uns das einfach mal an. Ich habe hier mal drei Beispiele mitgebracht, drei verschiedene Messungen. Ich rechne die einmal aus. Ich erkläre es mal eben. Man sieht hier ein Terzrauschen mit dem Maximum bei 1 Kilohertz. Und dazu kommt ein kleiner Piepton hier irgendwo bei 700 Hertz. Dann hebe ich den Ton an. Das alles bleibt stehen, aber der Ton wird jetzt bei gleichem Pegel jetzt bei 1000 Hertz mitpiepen. Dann ist er ja irgendwo da mittendrin. Und schließlich hebe ich den noch weiter an, 1400 Hertz, dass er hinten wieder rauskommt. Hören wir uns einfach mal die drei Geräusche an. Aufmerksam zuhören, bitte. Wir spielen das erste Geräusch ab. Da ist der Piepton unterhalb des breiten Rauschens. Ja, hat jeder gehört. Klar und deutlich. Büt, büt, büt. Jetzt heben wir den Kilohertzton in das Rauschen rein. Ist weg. Er ist komplett weg. Da kann man noch so konzentriert zuhören. Wir können diesen Ton nicht hören, denn sobald wir eine Energie haben, bereits in einem gewissen Bark ist, die Menschen können in so Bereichen immer nur Frequenzen auflösen. Wenn dann noch mehrere Informationen reinkommt, wird das einfach komplett ignoriert. Noch höher den Ton, oberhalb der 1000 Hertz. Da muss man sich schon konzentrieren, aber so ganz leicht. Ich würde nicht sagen, dass er jetzt wirklich lauter wird, das Geräusch, aber man kann hören, da ist noch mal eine Information. Und wie wird das jetzt in den Analysen dargestellt? Tieffrequent, einmal hier das Piepsen mit 60 Dezibel, dann ist es hier irgendwie drin und dann guckt er hier wieder raus. Im Gesamtpegel ändert das beim Pegel überhaupt nichts. 77, 77, 77. Denn die Energie ist völlig egal, wo die eingelagert wird. Das wird einfach aufaddiert, fertig. Bei der Lautheit sehen wir diese abklingenden Stufenfunktionen. Das visualisiert sehr schön den Maskierungseffekt, wie er bei uns Menschen nun mal stattfindet. Töne, die dicht beieinander liegen, verdecken sich gegenseitig, sodass man sie nicht hören kann. Wir sehen aber auch hier bei 1000 Hertz haben wir so einen Bereich, der ist laut und wir sehen hier um den 700 Hertz Bereich, da ist deutlich noch eine Zusatzinformation, 14,5 Zonen. Kommt der Ton da rein, ist er weg. Der ist hier einfach nicht mehr vorhanden und deswegen sinkt auch der Pegel, 13,3 Zonen. Und kommt da oben rechts wieder raus, der ist ja dann irgendwo hier der Ton, der guckt so ganz leicht hier, guckt so Stüpschen, guckt da nochmal raus und deswegen von 13,3 auf 13,5 so ein kleiner Anstieg. Das heißt, auch diese Maskierungseffekte werden mithilfe der spezifischen Lautheit oder Lautheit allgemein komplett berücksichtigt. Gehen wir nochmal zurück zum Grundprinzip der dBA-Gewichtung, das waren konstante Sinustöne. Ich spiele die einfach mal ab. 1 Kilohertz Ton, bitte. 2, okay. 4. 5 und 8 Kilohertz Zonen. Okay? Wenn ich jetzt die mal berechne, FFT, also eine Pegelberechnung und die spezifische Lautheit, dann sehen wir, dass der Pegel grundsätzlich 96 Dezibel war. Jedes Mal, egal wo der Ton war, nach A-Gewichtung 96 Dezibel. Aber sie waren meiner Meinung nach nicht gleich laut. Wie kann das denn sein? Das war doch die Grundidee vom Pegel. Die Schwierigkeit damals war, dass man ja keine digitale Messtechnik hatte. Man musste so eine A-Gewichtung ja irgendwie mit ja, Spulen und kleinen Kondensatoren zusammenlöten und dann wurde das davor geschaltet. Das heißt, das Mikrofon ging da durch so eine Apparatur und dann wurde da dieser Filter aufgesetzt. Da hatte man nicht alle Freiheitsgrade. Das musste einfach spontan analog passieren. Das heißt, diese A-gewichtete Kurve schon abzubilden, das war schon eine Riesenleistung. Dass man da nochmal so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die Resonanzen unserer Ohrmuscheln, die so bei 5 Kilohertz liegen, das sind so kleine Knubbels, die mal eben 10 dB ausmachen, hat man einfach mal glatt gebügelt. Und das kann man dann feststellen.
konnte man damals nicht machen, aber es wurde zum Standard festgesetzt und dann einfach immer wieder durchkopiert. Aber was heißt das jetzt alles in der Praxis? Ich habe mal eine echte Messung aus der Praxis mitgebracht und möchte daran das Thema Zeitauflösung nochmal verständlich machen. Da gibt es ja beim Pegel verschiedene Einstellungen, Slow, Fast. Hören wir uns erstmal das Beispiel an. Das ist ein Fahrgeräusch. Und was hört man da? Okay. Da ist so ein Klappern ganz deutlich drin. Ich berechne jetzt wieder Pegel über der Zeit, mal mit der Slow-Einstellung und die normale Lautheit und schiebe mir das in den Mark-Analyzer rein. Da sehen wir hier oben den Schalldruckpegel. Ich spiele es nochmal ab, da sieht man auch den Pegel. Und hier unten ist die Lautheit. Man sieht auf den ersten Blick dieses Dick-Dick-Dick-Dick-Dick-Dick. Das wird in der Lautheit ohne weiteres sofort abgebildet. Denn das Ziel der Lautheit war, dieses Instationäre, diese Reaktionsfähigkeit des menschlichen Gehörs auch wirklich eins zu eins abzubilden. Genauso schnell, wie wir Menschen etwas hören können, das hier drin zu haben. Das ist jetzt hier oben natürlich komplett glatt gebügelt. Wir haben ja hier auch die Slow-Einstellung. Da gibt es ja Alternativen. Da kann ich sagen, ich gehe mal auf Fast, das sind dann 125 Millisekunden, und bewerte das nochmal neu. Jetzt sehen wir hier, dann kommen die ersten Schläge schon so ein bisschen durch. Also hier kann man es leicht erkennen, da kommt so ein bisschen was durch. Letztendlich sieht man immer dieses Runtermitteln. Das ist langsam gemacht worden, künstlich, was letztendlich nicht ganz unserer Wahrnehmung entspricht. Diese Mittelung, das kommt auch aus einer Zeit der analogen Technik heraus. Früher hat dann der Pegel quasi so einen ausgeschlagen und man musste es ablesen können. Da war es sinnvoll, da noch auch wieder so einen Kondensatoren-Spulen davor zu setzen, damit der auch, damit man den Zeiger überhaupt lesen kann, sonst zappelt er da rum und man kann nichts erkennen. Daher kam immer diese Logik heraus, wir müssen das irgendwie ablesbarer machen. Wenn man jetzt aber heutzutage mit digitaler Messtechnik hingeht, kann ich ja auch hingehen hier in Artemis und einfach sagen manuell. Und dann kann ich meine Ermittlungskonstante ja frei vorwählen und das menschliche Ohr kann ungefähr so 2 Millisekunden schnell reagieren. Also gebe ich genau diese 2 Millisekunden hier vor und pimpe damit nur diesen klassischen Schalldruckpegel. Und das bringt auch was. Also jetzt sehe ich tatsächlich, dass die Schläge hier auch in dem Schalldruckpegel jetzt aufkommen. Also eine gute Maßnahme, dieses Klackergeräusch auch wirklich sichtbar zu machen. Bei einer breitbandigen Anregung funktioniert das, denn da sagt der Pegel, okay, das addiere ich einfach auf, das geht. Wenn ich jetzt aber mal ein anderes Beispiel nehme, zum Beispiel dieses hier, Squeal, und ich sage von vornherein, hier gehen wir schon mal auf Fast, berechne mal ein anderes Geräusch, sehe ich wieder hier unten, ich spiele es mal ab, da ist dieses Quietschen drin. Die Lautheit zeigt mir das sofort an. Und hier oben sehe ich erstmal wieder nichts. Aber wir haben ja gelernt, okay, wir können die ein bisschen tunen und sagen, ich gehe auf 2 Millisekunden Auflösung und rechne das nochmal neu nach. Und ich sehe immer noch nichts. Denn was der Pegel macht, ist so ein kleines Piepser. Dieses Tonale wird im gesamten Geräusch kaum den Pegel anheben können, weil er so eine geringe Energie hat. Die Lautheit bewertet das anders. Boah, was haben wir jetzt alles gelernt? Ich versuche es mal zusammenzufassen. Die Unterschiede zwischen Lautheit und Pegel sind die, beim Pegel haben wir erstmal Dezibel-Skalierung, während bei der Lautheit ein linearer Faktor drin ist. Das heißt, doppelt so laut heißt auch doppelt so hohe Zahl. Das erleichtert den Umgang enorm. Der zweite große Unterschied ist, die unterschiedlichen Gewichtungen, tiefe und hohe Frequenzen, sind beim A-Wert, B-Wert, C-Wert, D-Wert schwer zu handhaben und deswegen wird es einfach immer falsch gemacht, wenn du einfach immer A. Das haben wir das Problem nicht bei der Lautheit, weil da wird automatisch immer vom Pegel die richtige Frequenzgewichtung angenommen. Die Einstellung gibt es gar nicht, das ist einfach hinterlegt. Der nächste große Unterschied ist, dass auch diese Werte bei A recht schlicht angesetzt werden und diese kleinen Feinheiten, so gerade in dem höheren Frequenzbereich, sind dann nicht abgebildet, bei der Lautheit schon, das ist etwas korrekter. Der nächste große Unterschied, und das finde ich dramatisch, ist die Maskierungseffekte. War bei Pegel nicht dabei, ein Ton wird einfach aufaddiert und wenn ein Ton dazukommt, dicht bei ihm, das können wir Menschen nicht trennen. Wir Menschen gehen hin und ignorieren den zweiten Ton, der Pegel geht hin und addiert. Das ist ein komplett anderes Verhalten und dadurch kommt es auch zu Abweichungen, ob das lauter, leiser wird. Bei der zeitlichen Auflösung haben wir das Einschwingverhalten und das Abklingverhalten des menschlichen Ohres bei der Lautheit berücksichtigt. Beim Pegel nutzt man im Standard so eine träge Mittelung, die die einzelnen Spitzen einfach wegbügelt, wie wir sie als Menschen aber doch wahrnehmen können. Es fällt mir tatsächlich schwer, heutzutage noch einen Grund zu finden, warum man bei der Beurteilung von Lautstärke weiterhin den dBA-Wert verwendet. Der dBA-Wert ist hervorragend geeignet, um zum Beispiel zu beurteilen, wie stark ein Gehör geschädigt wird, weil er die physikalische Energie, die auf das Ohr einwirkt, exakt beschreibt.
Dann kann man sagen, 80 dB über diesen Zeitraum, dann ist das Ohr so weit geschädigt. Das funktioniert. Aber wenn es darum geht, einfach den Eindruck, was höre ich da gerade, ziehe ich immer die Lautheit vor. Ich hoffe, ich konnte den Unterschied zwischen Pegel und Lautheit verständlich rüberbringen. Wenn Ihnen das gefallen hat, dann bitte Daumen nach oben, Kommentare, ich lese mir das gerne durch. Es gibt noch so ein paar andere Analysen, die ich gerne vorstellen möchte, die auch sehr leistungsstark sind und erstaunlich unbekannt, die ich aber täglich nutze als Akustikingenieur. Die stelle ich einfach in anderen Videos vor. Wenn Sie das auch interessiert, dranbleiben, Abo klicken, immer wieder mal reinschauen. Ich mache da so eine kleine Serie. Das sind wirklich die Advanced-Analysen, wo man sagt, das bringt dich viel, viel weiter als so eine klassische FFT-Analyse, die viel zu oft genutzt wird. Also, dranbleiben. Tschüss.